was hat dieser volle Putzeimer mit dem Jahr 2023 zu tun? GVC. Herzlich willkommen bei GVC Global Video Church zu unserem Silvester-Video und zwar um das Thema die allerbeste Vorbereitung auf das Jahr 2023. Also heute wird es richtig praktisch und ich greife mal so ganz tief in meine Trickkiste rein, weil gerade die Jahreswende für mich mal ein ganz wichtiger Moment war und ich, also auch bis heute auch ist, und die letzten 30 Jahre ich wirklich so gelernt habe, so das alte Jahr ganz bewusst abzugeben und ganz bewusst in das neue Jahr reinzugehen und damit auch so zu merken, wenn ich so zurückblicke, dass mein Leben so von Jahr zu Jahr aufwärts ging. Also das kann ich wirklich von Herzen sagen. Ich würde mal so sagen, also wenn man mich fragt, letztens hat mich jemand gefragt, was sind so die drei Dinge, die sich jetzt wirklich in deinem Leben verändert haben? Was hat sich wirklich verbessert? Das allererste, oh Halleluja, ich bin so froh, mein Charakter. Also ich weiß genau, ich habe letztens mit einer Freundin hin und her geschrieben auf WhatsApp und das ist eine alte Klassenkameradin und die hat mir alte Briefe geschickt, die wir uns gegenseitig im Unterricht geschrieben haben. Ihr Lieben, ich habe mir an den Kopf gefasst, ja. Also natürlich sind da schon, ist da was zu erkennen, was ich auch heute bin. Zum Beispiel, meine Freundin hat mir dann gesagt, ja, du bist ja schon so von Natur aus so eine Führungspersönlichkeit, aber bla 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 bla. Da hatten wir irgendwie so einen kleinen Konflikt, ja. Also ich war schon damals eine habe gerne irgendwie geleitet oder liegt in meiner Natur drin, hat Gott reingelegt. Was ich auch war, ist, dass ich mich gut begeistern konnte. Konnte ich schon immer und ich habe immer gerne Menschen begeistert. Aber, also charakterlich, ach du meine Güte, sind das wirklich Welten. Erstens, ich war schnell ärgerlich, ganz schnell frustriert, also bestimmt alle zwei Tage war ich mega beleidigt auf irgendjemanden in meiner Familie, mein Vater, meine Schwester oder meine Freundin. Ja. Emotional ein totaler Rollercoaster und auch immer wieder diese ganz depressiven Phasen. Dann habe ich unglaublich nach Anerkennung gesucht. Also auch in diesen Briefen, Jungs, war mir sehr wichtig, dass die mich anerkannt haben, dass ich auf Jungs irgendwie wirke mit meinem weiblichen Charme, ja, und das kommt einfach in den Briefen raus, ja. Ja, also ich war da jetzt nicht so unbedingt so die Brave, wobei mich Jesus einen Segen bewahrt hat, also ich wirklich auch rein in die Ehe gehen durfte, aber trotzdem natürlich, sagen wir mal so im Kopf, da bin ich viele Grenzen, habe ich überschritten und musste dann später Buße tun, als mir das dann so bewusst geworden ist. Also erstens, mein Charakter ist wirklich, dass es mir viel leichter fällt und ich gerne den Willen Gottes tue. Also ich bin gerne liebevoll, wenn andere ärgerlich sind oder böse. Ich bin gerne freudig, auch wenn zum Beispiel ich immer noch einen Gips habe, kann ich mich trotzdem die meiste Zeit freuen und sage, okay, ich trage das, trage jetzt dieses Kreuz einfach. Ja. Und sanftmütig, oh, viel mehr sanftmütig meinem Mann gegenüber, bestätigt auch mein Mann, Halleluja, dass ich da nicht mehr so bossy bin wie früher und so weiter und so fort. Was hat das jetzt nochmal mit diesem Putzeimer zu tun und mit dem Jahreswechsel? Ein ganz wichtiger Grund, warum mit meinem Charakter das besser geworden ist, ist, weil ich sehr bewusst daran gearbeitet habe und sehr bewusst mir auch Ziele gesetzt habe, ganz besonders am Anfang des Jahres. Die zwei anderen Dinge, die sich auch in meinem Leben sehr verändert haben, ist, dass ich nicht mehr so viel brauche, um glücklich zu sein. Also ich weiß nicht, mir macht einfach viel mehr Freude zu geben und dann habe ich nicht das Gefühl, oh weia, jetzt bin ich mal dran. Irgendwie ist mein Herz einfach voll und das Geben macht mir so viel Spaß, dass ich gar nicht, wenn ich was bekomme, mich super freue, aber ich brauche es nicht mehr. Das hat sich auch verändert.
Und das Dritte, natürlich hat sich in meinem Leben riesig verändert, dass ich allein einfach Familie habe, dass wir schon so viel aufgebaut haben. Ich sag mal, dass ich viel Frucht in meinem Leben sehen darf. Frucht auch an Gemeinde, Organisation, Menschen, die sich bekehrt haben und wie gesagt, Familie. Und ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund, jetzt komme ich nochmal drauf, ist, weil ich die Jahre so, das Jahr immer so abgeschlossen habe und wieder in ein neues Jahr reingegangen habe, wie mit diesem Putzeimer. Und ich möchte dir heute zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar 4 Schritte, wie ich das Jahr abschließe und in das neue Jahr hineingehe. Ich habe jetzt mal den Putzeimer mitgebracht. Am liebsten hätte ich euch eigentlich eine Schublade mal aus meiner Küche mitgebracht. Vorher und nachher. Rahel hat mit ihrem zukünftigen Mann Matt die Schubladen aufgeräumt, weil sie sahen ungefähr vorher so aus. Also, gucken mal, ob man das so richtig sehen kann. Also, wenn ich da so reinblicke, also gut sehen könnt ihr das nicht, aber hier sind, ich zeige es euch mal. Wenn so im Jahr, ich bin auch mal ganz gut drin, dass ich mal schnell was in die Schublade stopfe, weil ich nicht so viel Zeit habe, das jetzt immer sofort zu sortieren. Da ist zum Beispiel eine leere Marmeladendose. Ja? Das hier ist gut, ne? Das ist ein Fensterspray. Aber dann gibt es noch so einen Plastikbecher, der eigentlich auch nicht da reingehört. Ja? Und hier gibt es ein trockenes Brot, was hier drin gelandet ist. Aber da gibt es auch eine Bibel, die natürlich super wertvoll ist. Brot kann ich wegschmeißen. Und hier gibt es ein Duftspray, auch unbedingt wichtig fürs Bad. So sieht ungefähr ein vergangenes Jahr aus. Und was ich das allererste mache, ist auszusortieren, was ich wegschmeiße, was nicht in diesen Eimer reingehört, sondern woanders hin. Zum Beispiel die Bibel. Die gehört nicht in den Putzeimer, die gehört auf meine Nachtkommode. Ja, aber hier so ein Dufter und so ein Spray hier mit Reinigungsspray gehört durchaus in diesen Putzeimer. Und Rahel und Matt hatten dann die Schublade so wunderbar aufgeräumt. Erstens sah es schön aus, es war schön sauber und ich habe die Sachen wieder viel schneller gefunden. Das ist nämlich der Effekt davon. Und diese 4 Schritte sind wie folgt. Das allererste, was ich mache, ist, dass ich gucke, Herr, wo habe ich in diesem Jahr wirklich Sünde in meinem Leben groß werden lassen? Ja, wo ist so ein Groll da, der immer noch da ist? Einem Menschen gegenüber zum Beispiel. Wo habe ich mich versündigt an anderen Menschen? Da sind Menschen auf mich sauer und zu Recht. Oder wo zum Beispiel habe ich Sünde in meinem Leben groß geworden, dass ich Filme gucke, die einfach nicht gut sind zum Beispiel. Oder ich habe Angewohnheiten, die nicht gut für meinen Körper sind oder auch nicht gut für meinen Geist sind. In Johannes 1, Vers 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünden, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich mache das immer so, dass ich das alles aufschreibe. Also in diesem Jahr, kann ich euch schon mal sagen, habt ihr auch so ein bisschen mitgekriegt, da hatten wir angefangen im Jahr, am Anfang des Jahres einen Tagesschauartikel, der dann riesige Wellen geschlagen hat. Und ich muss sagen, ich glaube, ich bin selten in meinem Leben so angegriffen worden und angefeindet, auch von Christen wie in diesem Jahr. Christen, die sind super enttäuscht von mir gewesen und das ist so ein trockenes Brot. Und ich schreibe das auf und dann gerade solche Sachen, die mich verletzt haben, wo ich vielleicht selber noch Groll habe, ja, wo ich merke, hier habe ich eine Sache falsch gemacht, da habe ich böse über jemanden zum Beispiel geredet. Das schreibe ich auf, dann nehme ich dieses trockene Brot und ich schmeiß es in den Mülleimer ins Meer, wo es Angeln verboten ist. Und das ist so herrlich, ihr Lieben. Ich tue Buße, bitte um Vergebung und ich vergebe nochmal ausdrücklich allen Menschen, die mich verletzt haben.
Und bitte achtet wirklich drauf, dass das Ja, das alles weg ist. Es ist so ein gutes Gefühl, wenn du dieses ganze Jahr ausgeräumt hast. Und da ist kein Brot, was irgendwie schimmelig oder keine Wurst, die ranzig werden kann. Dann zweitens, Niederlagen und Siege. Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen und Krisen fallt. Wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Und ihr Lieben, das ist ein Geheimnis. Niederlagen sind ein Teil des Sieges. Und ich spreche jetzt nicht von Niederlagen, die Sünde sind. Sünde hatten wir eben. Niederlagen meine ich einfach mal zum Beispiel, da bin ich wieder beim Thema, dass sich Christen, auch Freunde von mir, abgewandt haben. Das ist eine Niederlage. Das tut weh. Das ist nicht das, was Gott erfreut und auch mich erst recht nicht. Aber in Jakobus 1 steht ausdrücklich drin, dass gerade diese Schwierigkeiten meinen Glauben stärken und mich, hier heißt es so, mich hier, damit wir vollkommen und unversehrt und keinen Mangel haben. Diese Krisen, ihr Lieben, da wo ich verletzt worden bin, da wo ich enttäuscht worden bin, da wo ich versagt habe, wo vielleicht ich irgendwelche Verluste habe, finanziell, menschlich, materiell, gesundheitlich, das alles ist dafür da, dich und mich vollkommen unversehrt und ohne Mangel werden zu lassen. Weil gerade dann ich mich in Liebe, in Freude, in Frieden üben kann. Wenn ich nur freudig bin, wenn um mich herum alles gut funktioniert und alle lieb sind und nett, ist die Freude sehr schwach. Wenn ich mich aber freuen kann und dankbar bin, obwohl ganz viele Dinge gerade in meinem Leben ganz, ganz schwer laufen. Zum Beispiel, dieses Jahr, also das vergangene Jahr 2022, sollten wir ja eigentlich in Amerika sein. Wir hatten dort haben ein Büro, Mitarbeiter und eigentlich sollte schon längst das Visum durch sein. Aber nun sind wir ein Jahr in einer Warteschleife. Wir wissen nicht, wann wir nach Amerika zurückkommen. Ich habe dort immer noch meine 80% meiner ganzen Sachen, die ich besitze, sind in Amerika. Und ich weiß nicht, komme ich da wieder hin? Komme ich morgen dahin? Und dann ist es manchmal schwierig, hier was aufzubauen, weil ich ja nicht weiß, ja, ich baue hier noch was auf und dann gehe ich wieder zurück, wie mein Garten in Amerika. Habe ich Stunden rein investiert und konnte nichts davon ernten. Es haben alles andere geerntet. Ich habe mich gefreut, ich habe sie gesegnet und habe ein paar Fotos gesehen. Aber was habe ich dadurch gelernt? Ich habe dadurch gelernt, im Hier und Jetzt zu leben. Und ich tue, ich arbeite und investiere mich hier, als wenn ich hier mein Leben lang bleiben würde. Ich liebe die Menschen, ich baue Beziehungen, ich baue meinen Garten an und wenn ich Ernte habe, kann ich es noch weitergeben und verschenken. Also so ein Abfallbecher. Den schmeiße ich hier übrigens nicht mehr weg, sondern der wird meine Tupperdose. Ja, da kommt der Deckel drauf und er kommt in meinen einen Schrank rein. Also selbst die Niederlagen werden zu einem Edelstein, wenn ich mit Jesus da durchgehe. Also sie werden zu einem Sieg, weil mein Charakter, mein Glaube ist gewachsen. Und letztendlich, wenn wir hier in Paraguay das jetzt angucken, wir haben zwei Dörfer, eins ist so gut wie fertig, das zweite Dorf fängt jetzt gerade an, richtig zu blühen. Das sind, weiß ich nicht, 150 Menschen, die da in zwei Dörfern zusammenleben und feurig Jesus dienen, feurig sich lieben. Das ist so wunderbar und Arche für Kinder bauen. Also wenn das kein Sieg ist, ohne die Niederlage, dass wir nicht reingekommen wären nach Amerika, hätte ich diesen Sieg nicht bekommen. Also da würde ich mal so, diese Niederlagen sortiere ich alle schön ein. Die kommen in meine eine Sache rein. Und die Siege, die wir gefeiert haben, die bleiben im Putzeimer. Und die kann ich dann so richtig feiern und Jesus Danke sagen dafür, dass ich diesen Sieg mit ihm errungen durfte.
Das Dritte, das bezieht sich auf nächstes Jahr, und zwar Wünsche und Ziele. Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was da vor mir ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das noch offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Also hier darf und soll ich Jesus Wünsche ausdrücken und von ihm mir Ziele geben lassen, die ich anstrebe. Also ich jage der himmlischen Berufung nach. Das ist einmal für uns alle natürlich, dass wir neuen Menschen wachsen, dass wir lieben. Aber dann hat auch jeder Einzelne ein Ziel von Gott, eine Aufgabe. Und ich lasse mir immer für nächstes Jahr, vor allem auch mit meinem Team, mein super Dream-GVC-Team in dieser Stelle, ein Riesendanke zu ihr Lieben. Es ist wirklich ein Dream-Team. Ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der bei GVC dabei ist. Gerade nächstes Jahr werden wir eine Nachwuchsleiter- und Predigergruppe aufbauen. Also ihr Lieben, ihr werdet sie auch sehen. Sie werden auch Videos machen. Zwei Paare und eine junge Frau, die gerade THS abgeschlossen hat, die Lydia, die ihr natürlich auch schon alle, wahrscheinlich fast alle kennt, ja, und das ist so etwas, das Gott uns aufgetragen hat, diese jungen Menschen nachzuziehen, auszurüsten, damit sie in die Länder gehen und die Welt für Jesus gewinnen. Also, ich lasse mir von Gott Ziele sagen, ich lasse sie mit meinem Team zusammen, stecken wir uns Ziele und schreiben die auf, damit wir auch verantwortlich sind dafür. Und das Zweite, was ich auch mache, ist, ich wünsche mir was von Jesus. Ja? Und hier heißt es, ich vergesse, was da hinten liegt, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage nach dem Siegespreis und der himmlischen Berufung in Jesus. Und dann heißt es, was wir schon erreicht haben, danach lasst uns auch leben. Und es ist ja nicht nur so, dass die himmlische Berufung, ich sage das immer hier auch meinen Geschwistern hier in Paraguay, es ist nicht nur Reich Gottes zu bauen, sondern es gibt eine Berufung, die ist schon immer da, ganz am Anfang, und zwar das Leben zu genießen. Gott hat den Mensch beauftragt, sei fruchtbar, mehre dich und nehme die Welt ein, nehme sie in Besitz. Und deswegen dürfen wir auch an Jesus Wünsche haben. Und ich habe das jedes Jahr. Dinge, die ich nicht tun kann. Zum Beispiel ein Wunsch für nächstes Jahr ist, dass meine beiden älteren Kinder auch wieder bei uns in der Nähe wohnen und wir zusammen im Reich Gottes dienen können. Unsere kleine Tochter ist schon da, die Rahel. Das ist richtig super. Ein Riesengeschenk, ja. Das ist das auf jeden Fall bei den Siegen, wo ich schon Gott ganz doll Danke gesagt habe. Oder ein Sieg, dass sie einen ganz wundervollen Mann Gottes gefunden hat, den sie im Februar heiraten wird. Alles unter Siege. Aber ich wünsche mir noch meine anderen beiden Kinder. Und so habe ich noch verschiedene andere Wünsche, die ich aufschreibe, Jesus so hinlege und dann sage, Herr, du weißt, was gut für mich ist. Und du weißt, wann was an der Zeit ist. So, das ist so ein bisschen hier die würde ich sagen, die Bibel, die ich dann in meinen Nachtschrank lege, wo ich dann rausfinde, okay, das sind die Ziele und Wünsche für nächstes Jahr her. Manchmal, früher habe ich das immer gemacht, da habe ich eine Karte vollgeschrieben und die dann auch hier in die Bibel reingetan, einfach damit ich mich immer wieder dran erinnere und auch dafür beten kann. So, jetzt kommt das allerletzte und das mache ich, wenn ich dann alles aufgeschrieben habe. Oft sind das 20 Seiten, die ich vollschreibe in meinem Tagebuch. Und dann nehme ich mir aber eine Zeit, wo ich danke und Lobpreis mache. Philipper 4, Vers 4 heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe.
Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Flehen mit Gebet und Danksagung vor Gott kund werden. Und im Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also eine ganz klare Aufforderung, immer wieder mit Lob und Dank vor Gott zu kommen. Natürlich habe ich auch schon für die Siege gedankt, aber da in diesem letzten, da danke ich nicht nur für die Siege, da danke ich für alles. Also nicht nur für das, was ich dieses Jahr oder das letzte Jahr bekommen und erreicht habe, sondern auch das, was ich schon immer habe, dass ich gesund bin, außer hier mein Arm, aber ich danke dir, dass der auch bald wieder gesund wird. Ich danke dir für mein Haus, in dem ich wohnen darf, für den Garten, für meinen wundervollen Mann, für meine Familie, für mein Team, für das schöne Wetter in Paraguay, für ein wundervolles Land wie Paraguay. Und jetzt, ihr merkt, ich kann gar nicht mehr aufhören. Und das schreibe ich auch auf, aber dann mache ich auch einfach Lobpreis. Ich singe Gott Lieder, so wie es hier im Kolosser 3 heißt. Ich singe ihm Psalmen, ich singe ihm Lieder und dann kann ich mich so richtig auf das nächste Jahr freuen, ihr Lieben. Das ist so ein bisschen, als wenn ich jetzt hier den Putzeimer nehme und da schön Putzzeug und Wasser reinmache und dann durch die Wohnung gehe, die jetzt schön sauber und aufgeräumt ist und die nochmal so richtig schrubbe, damit es duftet. Und das geschieht, wenn ich Lob und Preis mache. Ich lade euch jetzt ein, vor allem jetzt in den Hauskirchen, genau diese 4 Schritte mal durchzunehmen. Nehmt euch mal mindestens eine halbe Stunde Zeit in der Kleingruppe, mal grob das aufzuschreiben und zu Hause am besten einen ganzen Abend. Zündet euch eine Kerze an, macht euch vielleicht einen kleinen Rotwein, mache ich immer gerne, ja, ein paar Snacks, Brote schmieren, macht es euch richtig gemütlich mit ein bisschen Lobpreismusik und dann macht ihr euch ran, euch für das nächste Jahr 2023 vorzubereiten. Ihr Lieben, ich werde euch noch einsegnen oder uns einsegnen für dieses Jahr und dann freue ich mich auf das nächste Wiedersehen in diesem frisch gebackenen 2023. Herr, ich lobe und preise dich für alles, was du in und durch uns getan hast. Ich preise dich für GVC. Ich danke dir, dass ich in so einer wundervollen Gemeinde dienen darf. Mit so einer wundervollen Vision. Es ist mir so eine Ehre, das umzusetzen. Und es ist mir so eine Ehre, in einem so starken Team zu dienen. Herr, ich danke dir für meine Familie. Ich danke dir für meinen Ehemann, Herr. Ich danke dir für unsere Ehe, die wirklich immer besser und stärker wird. Ich danke dir für das gute Essen, was wir haben. Dass es uns an nichts mangelt, dass wir ein Häuschen haben, in dem wir wohnen dürfen. Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen dieses Video sieht, so beschenkst, wie du mich beschenkt hast. Und Herr, ich möchte dich nun bitten, dass du jeden Einzelnen segnest für das neue Jahr. Ich segne 2023, dass dein Wille geschieht auf dieser Welt, dass deine Wiederkunft vorbereitet wird. Und dass dein Volk ein starkes Volk sein wird, das diese Nationen zurückbringt zu dir. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder in neuer Kraft und neuer Frische. Tschüss. Ich bin die GVB. Bitte leg viele Blessing Nuggets in mein Körbchen, damit ich viel Liebe verteilen kann. Danke, du bist toll.